Wachtmeister dir das nicht verzeihen. Das weiß ich selbst. Nein. Das ist nur... Moment mal, du da! Du siehst mir wie ein aufgewecktes Mädel aus. Du bist genau die Richtige, um einem armen Kerl wie mir aus der Klemme zu helfen. So sieht also dein genialer Plan aus. Na, ich gehe mal lieber auf meinen Posten, bevor ich auch noch Ärger bekomme. Ah, soll er nur verschwinden. Auf seine Helme kann ich gut verzichten. Was aber ist mit dir? Kann ich wenigstens auf dich zählen? Auf mich? Ich weiß ja noch nicht mal, worum es geht. Nun, seit den Ereignissen am Hafen möchte der Wachtmeister hier nachts immer einen Posten Wache stehen haben. Das ist eine furchtbar langweilige Aufgabe. Und jedes Mal schläfst du ein, egal wie sehr du dagegen ankämpfst? Ja. Aber so einfach ist das nicht. Der Wachtmeister möchte nämlich immer früh morgens meinen Bericht haben. Wärst du bereit, mich morgen früh zu wecken, damit ich rechtzeitig für meinen Bericht beim Kommandanten ankomme? Von mir aus tue ich's, auch wenn ich nicht weiß, was du ihm dann berichten willst. Es soll dein Schaden nicht sein. Hier, nimm dieses Geld für dein Versprechen, mich morgen früh rechtzeitig zu wecken. Du hast mein Ehrenwort. Hab Dank. Ihr könnt in dem Haus hinter mir am Kai die Nacht verbringen und zur rechten Zeit nach mir schauen. Kommt herbei und bestaunt meine exquisite Ware. Feinste Tuch aus dem sonnigen Süden zu unschlagbaren Preis. Hier, den Castellani, den haben wir noch gar nicht beklaut. Ha! Ah, der hatte doch noch so ein Ding, so eine Robe. Ah, ihr interessiert euch für die Besten. Ja, der hatte doch noch diese geile Robe der Astralkraft. Die wollte ich doch kaufen. Ich bin so aufgeregt. Menschschild, minus 2 und 6. Ja. Was hat der denn? Nee, der hat gerade die Zweihandwaffe. Mist. Das Schild ist natürlich auch bestimmt sehr gut, aber ich kaufe jetzt erstmal die Astralkraft. Man muss ja immer zuerst an sich denken. Oh, wie cool. So, die ziehen wir auch gleich mal an. 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ist auf jeden Fall besser als unsere. Und sie gibt uns mehr Astralkraft. Also, Regeneration plus 1 und so. Wie cool! Ja? Jetzt frage ich mich gerade, ob es vielleicht sinnvoll wäre. Gut, die Elfenrobe hat mehr Rüstung, während die... natürlich... nix hat. Okay, ja, hat sich erledigt. Ich dachte gerade, die hätte auch noch irgendeinen Bonus. Hat sie aber nicht. Aber... ach, den wollte ich ja erstmal noch ihm geben. Solange wir den dabei haben, können wir ihm ja auch den Ring geben. Okay, ja. Ach, Pfeile haben wir hier noch. Die können wir Pfeiles noch geben. Ansonsten... aber cool, jetzt muss ich mich erstmal begutachten. Wo bin ich denn? Da. Ha, das sieht auch cool aus. Jetzt passt die Mütze natürlich nicht mehr ganz so gut. Vielleicht finden wir da ja auch nochmal ein anderes Exemplar, was besser dazu passt. Kommt herbei und bestaunt meine exquisite Ware. Aber die Robe ist nicht gut. Feinstes Tuch aus dem sonnigen Süden zu unschlagbaren Preisen. Lässig. Na, aber der Hut. Okay, der Hut passt jetzt echt nicht mehr. Naja, gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Der Hut kann ja auch eigentlich nichts so wirklich, ne? Der bringt uns halt eine Rüstung von 2. Aber da finden wir bestimmt auch nochmal eine ganz gute Alternative. So, jetzt gehen wir mal zu dem Haus, wie der das gerade uns hier aufgetragen hat. Wir wollen dem ja mal diesen kleinen Gefallen tun. Immerhin haben wir ja auch Geld dafür gekriegt. Wo müssen wir denn hin? Unterdessen sah es ganz danach aus, als seien die vielen Piratenüberfälle nicht das einzig Sonderbare, was sich auf dem großen Fluss zutragen sollte. Thank you.
Was führten diese grimmigen Burschen im Schilde? Die Antwort darauf sollten wir schon bald herausfinden. Wie? Was? Wo? Aufwachen! Du musst doch Nirolf Bericht erstatten, schon vergessen? Oh, ja, sofort. Danke fürs rechtzeitige Wecken. Habe ich irgendwas verpasst? Des Nachts waren Torwalsche Drachenboote auf dem Fluss unterwegs. Drachenboote? Sehr lustig. Was sollten denn Drachenboote hier auf dem großen Fluss? Lauft um euer Leben, die Torwaller kommen! Na, ich lauf dann mal zum Kommandanten und erstatte ihm Bericht, dass wieder einmal rein gar nichts auf dem Fluss passiert ist. Ja, das solltest du vielleicht nicht tun. Aber mach nur. Können wir dem jetzt hinterherrennen? Das wäre natürlich witzig, zu sehen, wie der dem Kommandanten falschen Bericht erstattet. Na, lauf nur. Ich bin direkt hinter dir. Mal gucken, der läuft jetzt ja wahrscheinlich zur Kaserne. Das ist ein Fass. Aber ich muss ihm doch hinterherlaufen. Er ist weg. Na toll. Ich dachte, ich kann ihm jetzt hinterher. Aber irgendwo sind die doch an Land gegangen. Psst, ihr da. Ja. Den hatten wir doch auch schon mal, oder? Dürfte ich euch für einen Moment sprechen? Haben wir nicht mit dem schon mal gesprochen? Den Zwölfen zu Dank. Endlich jemand, der stark und fähig aussieht. Ganz Nardoret ist in Gefahr. Ich brauche eiligst jemanden, der sich dieser garstigen Viecher annimmt. Ihr verheimlicht doch etwas, ansonsten hättet ihr schon längst die Stadtwache alarmiert. Was? Ich? Aber das seht ihr völlig falsch. Ich habe ja versucht, die Wache von der drohenden Gefahr zu überzeugen, aber man hat mich nur belächelt. Wenn nicht bald etwas passiert, ist alles zu spät. Das klingt wenig überzeugend. Ich werde die Sache wohl selbst bei der Stadtwache vortragen müssen. Nein, wartet! Ich gebe es ja zu. Diese Wolfsratten sind nicht zufällig hier aufgetaucht. Vielmehr habe ich sie, gezüchtet. Wie bitte? Gezüchtet? Das ist nicht euer Ernst. Ich flehe euch an, niemand darf davon erfahren. Die Schmach wäre zu groß. Ich bin ein armer Schlucker und kam eigentlich nur darauf, weil Rattenschwänze als begehrte Kochzutat gutes Gold wert sind. Riesenwolfsratten. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Das werde ich euch nie vergessen. Aber ihr solltet wissen, dass diese Exemplare unglaublich groß und kräftig sind, da sie, etwas Magisches gefressen haben. Eine junge Brutmutterratte ist schon entkommen. Nicht auszudenken, wenn der Oberratterich auch entkommt. Er ist unglaublich wild und stark. Eine schreckliche Bestie. Ich hatte schon Söldner angeheuert, aber sie sind gescheitert. Ihnen hatte ich mein letztes Geld gezahlt. Sie haben es noch bei sich. Dies und ihre Ausrüstung soll euer Lohn sein. Doch seid gewarnt. Ich kann kein Risiko eingehen. Deswegen werde ich die Tür hinter euch abschließen und sie erst wieder öffnen, wenn der Oberratterich tot ist. Ihr müsst euch wirklich gut vorbereiten. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Dann bringe ich euch in den befallenen Keller. Okay, Autosave. Ja, das machen genau, wir auch auf jeden so. Fall. Was? Wie gesagt, wir machen ja alles. Aber der manch einer wird sich aus Drakensang 1 noch an die Rattennest-Quest erinnern. Und die war echt tough. Und auch die Quest hier ist meines Wissens nach nicht ohne. Aber vielleicht könnten wir die auch mal nutzen, um unsere neuen Kampffähigkeiten auszuprobieren. Bei Efforts 3, Zack. Du glaubst ja nicht, was für ein Kampf auf so einem Fluss liegt. Neulich hatte ich eine ganze Rüstung im Netz. Das ist doch jetzt nicht wieder. Ich mach das. Eine von deinen Geschichten, oder? Erzähl mir jetzt nicht, in der Rüstung steckte noch jemand drin. Mensch, nun mach dir mal nicht ins Hemd. Die Rüstung war leer.
Trotzdem, dass die Leute so alles in den Fluss kippen. Kein Wunder, dass uns der Flussvater zürnt. Und was hast du mit der Rüstung gemacht? Hm. Verkauft? Nee, hab sie wieder reingeschmissen. War schon total verrostet, das Ding. Ja, der Flussvater alias Greenpeace. Jetzt kommen wir der Kaserne schon näher und können auf dem Weg dahin noch alle beklauen. Das ist doch sehr praktisch. Gut gemacht. Dankeschön. Wir haben doch gar nicht so viel geklaut. Neue Ware, allerhöchste Güte. Werft einen Blick auf das beste Rüstzeug. Schon wieder der neue Stadt. Ware. Leicht wie eine Feder und doch hart wie Stahl. Nur bei Proximus. Proximus. Aber sicher. Hallo, Ladies. Genau zu den Unsinn, den du da erzählst, eigentlich noch. Na, wollt ihr die neuen Rüstungen? Mal gucken, ob der... Ist das neu? Ich weiß gar nicht. Im Gegensatz zu dir habe ich... Denn wir haben ja theoretisch jetzt ein bisschen Raum für mehr Rüstung. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, was es hier gibt. Waffenmäßig sind wir eigentlich auch ganz gut bedient gerade. Es hat ja jeder eine gute Meinen Waffe. Gruß. Stimmt, dir glaubt ohnehin niemand mehr, Schild. So oft wie du deine Kundschaft bei schon belogen hast. Bei Zweihandschwert braucht es ja Kauf auch scharfe nicht. Und spitze Klingen aller Art, die allererste Wahl in der Stadt. Mhm. Seilschneider. Nee, eigentlich hat von uns auch keiner so Wurfdinger. Okay, gucken wir jetzt mal, ob Nerulf irgendwas zu erzählen hat. Der hat ja Bericht bekommen. Kann ich behilflich sein? Ich dachte, wir können ihm das jetzt berichten. Das ist doch unser Freund. Dem hätten wir doch eigentlich Bescheid sagen müssen, denn wenn der inkompetente Soldat ihm ja nicht die richtigen Informationen gibt. Naja, gut. Vielleicht müssen wir die Piraten auch erst aufsuchen. Die sind ja irgendwo hier so an Land gegangen. Ach, ich sehe schon, da sind's. Nee, sind die Zelte auf der anderen Seite? Die Kerle da vorne waren doch bei unserem letzten Besuch in Nadoret noch nicht da. Das sind Torwale. In Havena habe ich schon öfter solche Kerle und ihre Schiffe gesehen. Weil sie uns die im Schilde finden. Die haben mir Bäume gefällt. Ist ja dreist. Ach, und auf der Insel da in der Mitte haben die sich angesiedelt. Und hier haben sie sich auch breit gemacht. Da bin ich ja mal gespannt, was die uns so zu sagen haben.